Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die zwei Pure Lay Adventskalender hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, zwei Adventskalender. Einmal habe ich einen, das ist der lilane, also quasi dieser hier. Das ist der normale Schmuck-Adventskalender in Roségold, habe ich den. Tatsächlich gibt es den noch in Gold und Silber auf der Homepage für 159,90 Euro, glaube ich, zu kaufen aktuell. Ne? Genau, soll einen Warenwert von 735 Euro haben. Wow. Und dann habe ich hier den Kinder-Adventskalender. Der kostet aktuell 62,93. Ich weiß nicht, ob ich das auch dafür bezahlt habe. Ich weiß jetzt nicht, welchen Wert der haben soll. Ob das wirklich die 89,90 Euro sind oder ob 89,90 Euro quasi das ist, was der damals gekostet hat. Dann hast du auch noch einen 20%igen Rabatt auf alles mit Winter 20, sofern der jetzt noch gelten sollte. Der Kinder-Adventskalender ist eher so für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Deswegen bin ich da einfach mal gespannt, ob Julius da trotzdem vielleicht ein bisschen Spaß dran haben kann. Und ja, soweit so gut. Ich lege mein Handy zur Seite und möchte jetzt mit euch zusammen in die Adventskalender reinschauen. Ich habe hier Timestamps, falls euch nicht interessieren sollte, was in dem Kinder-Adventskalender drin ist oder in dem Schmuck-Adventskalender. Ich habe sie beide geholt, weil ich mag halt Schmuck und ich habe ein Baby. Auf geht's! Ich starte mit dem Schmuck-Adventskalender. Ja, ne? Es ist ein Schubladen. Wir haben hier auch immer so Botschaften draufstehen. Und hier sind auch die Produkte auf den Schächtelchen quasi draufgeschrieben. Und das ist immer in so Säckchen. In der Nummer 1 haben wir so Mini-Kreolen drin. Die sehen sehr hübsch aus. Haben ein Steinchen vorne dran. Und das sind auch geschlossene Kreolen. Weiter geht es mit der sehr kleinen Nummer 2. Okay, hier ist ein Armband drin enthalten, ein sehr schlichtes, ne, easy peasy Sonnenschein, also so die Lotusblume, das Pure Lay Logo haben wir am Start. Ich persönlich trage keine Armbänder, weswegen das hier weiter wandern wird. Und ich meine, dass wir das hier so in der Art auch irgendwie immer jedes Jahr in dem Pure Lay Adventskalender finden, oder? Ich meine schon, dass diese Lotusblume da recht häufig vertreten ist. Selbstverständlich auch mit dabei, huch, ist die Nummer 3. Ja, das ist ein Produkt, was ich jetzt nicht so hart feiere, aber stand auch, glaube ich, auf der Homepage drauf, wie viel von welcher Kategorie drin sind. Das ist ein Earcuff. Fällt mir immer so ein bisschen vom Ohr ab. Mein Ohr kann sowas nicht wirklich halten, ne? Aber ja, ist ganz süß, hat ein Steinchen mit dabei. Wie gesagt, bei mir nicht so wirklich cool, vor allem, weil wenn ich dann meine Haare offen trage und dann Earcuff, da verfangen sich meine Haare drin. Das heißt, das wird auch weiter wandern. Weiterwandern heißt bei mir übrigens, es geht gerne mal in Verlosungen rein, die ja immer wieder hier auf diesem Kanal stattfinden. Das ist jetzt recht unspektakulär, ne? Weil in der ersten Schublade haben wir alle Zahlen so drin, der Reihe nach. Hier haben wir die Nummer 4. Eine Kette haben wir hier drin, die relativ lang auch aussieht. Ja, gefällt mir tatsächlich. Ne? Man muss dieses Zerdepperte mögen. Also, Dankeschön. Ja, die ganzen Lichter animieren einen zum Niesen, Leute, ich sag's euch. Ja, ist halt so zerstampft, ne? Wie so zerdrücktes Metall sieht das quasi aus. Aber wir sehen hier, es ist wirklich eine schöne, lange Kette. Also doch, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Die Nummer 5, der Tag vor Heilig... Ach Quatsch, vor Heiligabend vor allem, ne? Vor Nikolaus. Krass, also hier haben wir jetzt wieder was drin, also ein Ohrring. Wow. Das sieht ja genial aus. Also opulent nennen wir es mal einfach so, wie es ist. Ne? Richtig geil. Also ich mag das. Ich finde das richtig, richtig schön. Das sind halt zwei so Ohrringe. Richtig cool. Das sieht einfach genial aus. Ich mag das. Ne? Das wird einen vielleicht nerven, weil man hört halt diese Lotusblume da unten dran klappern. Trotzdem. Also ich sag mal so, wenn man es jetzt ganz bescheuert findet mit dieser Lotusblume, kann man die halt abschneiden. Ne? Muss oder abmachen, kann man ja auch machen. Dadurch kriegst du die halt nicht wieder ran. Aber die finde ich richtig, richtig, richtig cool. Feier ich. Nikolaus ist winzig klein. Noch ein Ohrring. Aha, so schnell aufeinander, ne? Aber das mag ich auch gerne leiden. Passt zur Weihnachtsthematik. Das ist einfach, also sind Ohrstecker. Und das sind Sternchen. Und die haben halt dann noch einen Blinky in der Mitte. Das finde ich auch schön. Da könnten die Haare sich auch drin verheddern. Trotzdem finde ich die hübsch. Also bislang finde ich tatsächlich von dem Adventskalender, dass die Ohrringe das Schönste hierbei sind. Ne? Jetzt gucken wir mal in die riesige Nummer 7 rein. Aber hier ist auch nur so ein Säckchen drin.
lasst euch davon nicht täuschen. Aber wir wollen ja so oder so halt hier Schmuck drin finden. Okay, ja, das ist halt so ein Klassiker, einfach ein, die habe ich auch schon öfters jetzt übers Jahr mal in Boxen drin gehabt, ne? Das ist so ein Armband, kannst du an den Knoten so verstellen, dass du es größenverstellbar hast. Feiere ich persönlich jetzt, wie gesagt, nicht so, weil ich nicht so gerne Armbänder trage. Aber man kann solche Adventskalender ja auch immer nehmen, um dann einzelne Teile daraus weiter zu verschenken. Hast du direkt ein paar Weihnachtsgeschenke auch mit am Start, ne? Jo, jetzt gucken wir in die Nummer 8 und die darf machen, dass es kracht. Ach guck, hier haben wir eine Kette drin, die du super kombinieren kannst, auch mit der anderen Kette, die wir eben hatten, weil auch die hat so zerdepperte Plättchen, kann man das sagen. Es ist so eine Plättchenkette, aber wie gesagt halt mit ja, diesen zerdrückten Plättchen, die dann so etwas anders sind als diese klassischen Plättchenketten halt. Mann. Über die Nummer 9 dürfen wir uns in der zweiten Etage freuen. Hier haben wir total fancy fancy Ohrringe drin. Okay, sowas, also finde ich jetzt auch vom Stil her ein bisschen außergewöhnlicher. So schauen die aus und die sind so spitz nach unten dann, ne? Also keine klassischen Kreolen, die so rund sind, aber auch keine Stecker. Das sieht auch cool aus. Ich weiß nur nicht, ob ich die tragen kann, weil meine Ohrläppchen sind doch etwas voluminöser als die Norm, ne? Aber ich finde die schön, auch mit diesen Blinky-Steinchen. Ja, muss ich mal ausprobieren. Selbstverständlich wird es mit der Nummer 10, ach, in der Nummer 10 mit Schmuck weitergehen. Ei, das hatte ich auch in einem anderen Adventskalender drin und das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gefeiert. Das ist ja ein Armband, da steht Aloha drauf, ne? Ja, ist wie so ein Freundschaftsbändchen, feiere ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ich bin nicht so für sowas zu haben einfach. Nö. Vor allem, wenn ich 160 Euro hierfür bezahlt habe, möchte ich halt auch Schmuck haben und keine Freundschaftsbändchen irgendwie, ne? Die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl. Oha, hier haben wir jetzt eine etwas gröbere Kette. Ja, gut. Die kannst du dann halt so eine Y-Kette ist das quasi, ne? Hier unten dran hast du auch wieder diese Lotusblume und dann kann man das hier so durchziehen und dann hängt die Kette halt so ab. Hier unten hast du dann auch noch eine Perle an der Lotusblume dran, was ich persönlich immer ganz hübsch finde, denn ich mag gerne Perlen in Kombination mit Schmuck halt haben, ne? Ja, also die Kette ist jetzt für mich persönlich ehrlich gesagt nicht ganz so mein Style, ganz einfach, weil ich persönlich dieses Y-mäßige nicht hundertprozentig feiere. Ich muss aber mal gucken, vielleicht lässt die sich ja schön kombinieren. Ja, muss ich mal schauen. Preise kann ich euch übrigens wirklich super schwer einblenden, ne? Sowohl bei diesem als auch bei dem anderen Adventskalender. Da müssen wir uns jetzt ein Stück weit auf Purelay mal verlassen. Die Nummer 12 ist die Halbzeit. Ein bisschen häufig haben wir jetzt auch wirklich dieses Lotusblumen-Design, denn hier haben wir auch wieder ja, die Lotusblume als Ohrstecker. Ich meine, ich mag Lotusblumen, ne? Und ich finde auch, dass es ein schönes Motiv ist. Man bringt es jetzt nicht automatisch in Verbindung mit Purelay, wenn man Purelay nicht unbedingt kennt, ne? Gibt Leute, die Purelay durchaus nicht kennen. Und dementsprechend finde ich das jetzt auch nicht allzu schlimm. Ich finde halt nur, dass es sich extrem durchzieht. Wir haben die zweite Hälfte der Weihnachtszeit erreicht und haben jetzt hier die Nummer 13 und da sind zwei Produkte drin. Zum einen haben wir ein sehr grobes Armband hier am Start, das ist dieses hier. Ja, zum einen Armband, zum anderen sehr grob, nicht unbedingt mein Style, ne? Wird dann in dem Sinne auch weiter wandern. Und dann haben wir hier so ein Extender, finde ich gut, werde ich auch verwenden. Das ist quasi so ein Verlängerungsstückchen, was man nehmen kann, wenn man dann ein Armband hat in Roségold oder halt eine Kette und einem da so ein paar Zentimeterchen fehlen, hat man hier die Möglichkeit, das an die Kette dran zu machen, um es halt passend zu gestalten. Deswegen, also sowas finde ich gut, vor allem finde ich das schön, dass es hier noch mit in einem Kläppchen drin ist und nicht in einem separaten einzelnen Kläppchen ist, ne? Das finde ich immer ein bisschen schade. So, weiter geht es mit der Nummer 14. Die haben wir hier und die fühlt sich auch sehr schwer an. Oh, da haben wir jetzt passend zu dem Armband auch eine Kette. Ach, du ahnst es nicht. Die kommt hier schon raus. Und die ist halt auch so sehr grob gemacht, ne? Ja, zu diesem Layering-Style kann man das auf jeden Fall sehr schön verwenden. Muss ich mal gucken. Naja, jetzt gucken wir mal in die Nummer 15. Okay, hier habe ich jetzt einfach einen Anhänger, den man optional irgendwie an Ketten dran machen kann, wenn man möchte. Ich wüsste jetzt spontan nicht, an welche dieser Ketten man das machen sollte. Kann man vielleicht dann austauschen, dass man an diese Kette das dran macht und dafür den
das zerdrückte Plättchen wegmacht, kann man machen, ja. Und dann habe ich jetzt hier die Nummer 16. Ja, schön. Solche Ohrringe mag ich einfach gut. Die sind jetzt auch ein bisschen schwerer, ein bisschen gröber. Die passen dann halt auch zu dem groben Schmuck sehr gut. Aber auch hier wieder so Kreolen, die man so stecken kann. Die mag ich auch gerne leiden. Und da muss ich auch sagen, ich hatte letztes Jahr im Pure Lay Adventskalender auch Kreolen drin, wo ihr mich das ganze Jahr über gefragt habt, was sind das für schöne Ohrringe? Und das waren diese Kreolen, die innen drin so Perlen auch haben. Auch richtig, richtig schön. Und ja, also die haben auch echt eine gute Qualität. Die sind schön gewesen und so. Genauso werde ich die hier wahrscheinlich auch nächstes Jahr sehr feiern. Voll mein Ding. Ja, so. Jetzt kommen wir zur dritten und untersten Schublade von diesem Adventskalender. Die Nummer 17 ist eine Woche vor Heiligabend. Ein Armband ist hier drin. Ein schönes Armband, aber ja, halt ein Armband, ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich halt so eine Aversion gegen Armbänder habe. Ich trage sie halt einfach nicht. Jetzt geht's in die Weihnachtswoche. Und da haben wir unseren ersten Ring drin enthalten. Sowas finde ich immer ein bisschen schwierig, aber die Schmuckhersteller oder Schmuck-Adventskalender-Hersteller haben herausgefunden, dass es durchaus Sinn ergibt, größenverstellbare Ringe da reinzupacken, sodass super viele Leute den dann auch entsprechend tragen könnten. Ihr seht, ich habe jetzt gerade keine Ringe um, die sind gerade alle unten. Ich bin halt auch so jemand, ich trage immer die gleichen Ringe. Ich trage nie mal einen anderen Ring, einfach aus modischen Aspekten, weil jeder Ring, den ich trage, hat eine Bedeutung für mich und deswegen wird auch dieser Ring nicht bei mir bleiben. 19 ist am Start. Oh ja, und da haben wir halt so ganz zarte Ohrstecker drin, mit so Blinkies vorne dran, ne? Ja, also das sind halt so ganz klassische Ohrstecker, die man halt sehr gut gebrauchen kann. Ich habe ja auch hier oben noch ein zweites Ohrloch, ne? Ja, jetzt unter der Mütze trage ich natürlich keine Ohrringe. Das macht keinen Sinn, man sieht die eh nicht, ne? Hier habe ich jetzt eine schöne große Nummer 20. Und hier haben wir dann auch wieder einen Anhänger drin, der wirklich sehr, sehr schön funkelt. Also da ist, ja, das wird jetzt ja auch nichts Echtes oder so sein, ne? Trotzdem funkelt das ja schön, mag ich gerne leiden, finde ich hübsch. Endspurt, die Nummer 21. Ein Ohrring jagt den nächsten. Ui, die sehen interessant aus. Nicht ganz so mein Style. Also das sind halt auch so, ja, Kreolen, die unten dann aber auch noch sowas dran haben, ne? So ein Plättchen und dieses Plättchen hat so ein Perlmutting und dann noch so ein Glitzerrand. Also das ist nicht ganz so meine Welt. Die finde ich ein bisschen kitschig. Die Nummer 22, ein Kofferanhänger. Ja, kann man machen. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, ne? Die Nummer 23, ein Tag vor Heiligabend. Und da steht jetzt Anklet drauf. Also ich glaube, das soll dann ein Fußkettchen sein. Dann kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes von Kopf bis Fuß mit dieser wunderschönen Lotusblumen-Design-Kette stylen. Ne? Also da haben wir Ohrringe, Kette, Armkette und das hier dann quasi. Ja, ne? Fußkettchen haben ähnlichen Stellenwert bei mir wie auch ein Armband. Trommelwirbel, Heiligabend ist am Start und hier habe ich die Nummer 24. Sieht groß aus, ist aber nur ein Tütchen drin. Selbstverständlich ist es eine Kette, das finde ich gut. Ei, oh, aber das Design ist leider genau das Design, was ich nicht so mag. Schade, Schokolade, also passend zu den Ohrringen, die wir eben drin hatten, ne, haben wir jetzt hier die Kette. Ja, schade. Ja, das war jetzt der Pure Lay Schmuck-Adventskalender. Ob wir diese 735 irgendwas Tacken erreichen, keine Ahnung, ne? Aber wir haben hier ja, 24 Schmuckstücke drin enthalten, eine gute Qualität. Also ich habe hier auch ein paar Sachen gefunden, wo ich, ne, die ich schon gerne dann auch für mich behalten möchte. Ja, also doch, ist okay. Ne, aber 160 Euro ist echt eine Ansage, das muss ich wirklich sagen. Da gibt es tatsächlich Schmuck-Adventskalender, die ein bisschen günstiger sind und die man sich dann vielleicht eher angucken kann. Wobei die alle im Preis echt hart gestiegen sind, oder? Naja, jetzt besänftigen wir uns mal mit einem Kinder-Adventskalender. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Wie gesagt, die ja, knapp 63 Euro hat der gekostet. Und für Kinder von 3 bis 6 Jahren soll er geeignet sein. Ich habe natürlich auch Neffen, ne? Oder auch Nichten und Neffen generell, die in dem Alter sind. Da könnte ich dann theoretisch auch so kleine Weihnachtsgeschenke von machen. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen mal rein. Okay, das ist ein bisschen bunter durcheinander gewürfelt. Das heißt, ich ziehe mir die Schubladen hier einfach mal raus.
Ist natürlich auch jetzt total süß kindlich hier bedruckt, ne? Auf der Nummer 1 finden wir so ein knuffiges Chamäleon. Purely X Kidnix. 15% Rabatt auf alles. Alle Hörspielfolgen von Benjamin, Bibi, was? Das ist ein 15% Rabattcode. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das große Weihnachtssingen. Hörspiel mit 24 Geschichten. Dein gratis Download des nagelneuen Hörspiel-Adventskalenders von Benjamin Blümchen. So, 24 Hörspielgeschichten, welche dir das Warten auf den Weihnachtsmann mit Sicherheit versüßen. Dann hat man hier einen persönlichen Code und dann, ja, okay, das ist noch was anderes. Ich dachte gerade, hast du jetzt hier nur so Gutscheine drin? Bitte nicht. Und das kannst du einmal einlösen vom 1.11. bis 31.01.2023, also muss man schnell sein. Für den Download ist die Anlage eines Kundenkontos notwendig, welches du nachfolgend sofort wieder durch eine kurze Mail löschen kannst. Die Nummer 2. Das ist aber gut reingequetscht gewesen. Von Sonnengereift, Mango Maracuja, der natürliche Kaubonbon. Das ist cool von Bua. Also die hatte ich auch schon mal in der Foodbox oder in einem Adventskalender drin. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall klasse. Auch mit dabei ist nämlich selbstverständlich die natürliche Nummer 3. Genau. Also da hat jemand sich wirklich hingesetzt und filigran diese Produkte hier reingefriermelt. Da, Hut ab für die arme Person, die die ganzen Päckchen gepackt hat, denn das ist etwas anders gewesen als der Schmuck-Adventskalender, wo einfach die Sachen so rein, ne? Hier hast du also wirklich ein bisschen mehr Probleme, was Platz so angeht, ne? Also hier haben wir 3 bis 6 Jahre, oh, sind das Stöckchen? Oh Gott, ja, wie süß. Mit einer Krabbe drauf. Beziehungsweise diversen Krabben. Ich finde das hübsch. Und dann hat man das Purely-Logo hier tatsächlich auch noch mit dabei. Das feiere ich ja. In der zweiten Schublade, hier haben wir die Nummer 4. Oh, wie cool! Sowas habe ich damals als Kind auch echt immer hart gefeiert. Purely X Kudo, genau. Da hast du auch noch einen 20% Rabattcode auf die Homepage bis 31.12.2022. Das ist natürlich, da hast du nicht viel Zeit, ne? Auf jeden Fall ist das so ein... Ich kann es euch so schlecht zeigen. Damit, so ein Kaleidoskop ist das. Also, ich weiß nicht. Ja, ihr seht es quasi doch, ne? Wenn ich es über die Linse mache. Sollte ich meine Hand nur vorwegnehmen, dass ihr dann noch wirklich ein bisschen mehr seht. Ist witzig, ne? Ich finde es auch witzig. Oh, von der Seite kann man auch gucken. Das ist auch fancy. Muss man eigentlich von der Seite gucken? Weiß ich nicht. Man hat auf jeden Fall unterschiedliche Effekte, je nachdem, von welcher Seite man guckt. Crazy. Ich habe da meine Freude dran. Die Nummer 5 ist echt groß, aber sehr leicht. Okay. Weihnachten in Hawaii. Oh, guck mal, da ist eine süße Schildkröte drauf. Ist das niedlich. Begleite die kleine Schildkröte Kaya auf ihrer abenteuerlichen Reise. Das finde ich ja hübsch. Es war ein wunderschöner Morgen und warme Sonnenstrahlen kitzelten Kayas Nase. Oh, ist das süß. Das ist so eine kleine Weihnachtsgeschichte, ne? Oh. Ja, bei einem 63-Euro-Adventskalender so ein kleines Werbebüchlein ist natürlich so eine Sache für sich. So, Nikolaus, der 6. Dezember ist jetzt hier am Start. Yay. Ein Kekszeigausstecher. Die Nummer 7. Oh Gott, ja. Schön, noch ein Kekszeigausstecher und zwar eine Schildkröte. Ja, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Mal gucken. Okay, Buntstifte haben wir jetzt hier mit dabei von Faber-Castell. Ja, immerhin von Faber-Castell. Das ist ja auch eine hochwertige Marke, ne? Da freut man sich doch halt auch irgendwie. Ja, hast du denn auch so eine süße, habt ihr ja gerade gesehen, Krake drauf. Okay. Buntstifte kann ich auch immer gut gebrauchen, wenn dann hier Kinder zu Besuch kommen, ne? Ja, die sind bunt, wie der Name ja schon sagt. Gelb, orange, rot, blau, grün und braun haben wir am Start. Okay. Worüber dürfen wir uns wohl in der kleinen Nummer 9 freuen? Ach, das ist süß. Ja, man konnte, also das war halt angegeben, ne? Schmuckfarbe Silber. Und, das ist wirklich, das finde ich wirklich hübsch. Da hast du eine kleine Schildkröte. Und in so einem Adventskalender darf man halt auch so ein Freundschaftsarmbändchen dran finden. Hier sind auch Knoten, sodass man das verstellen kann, ne? In der Größe, genau. Finde ich schön, doch. Also, ist eine süße Geschichte für ein 3- bis 6-jähriges Kind, würde ich sagen. Ja. Mal schauen, wie es mit der Nummer 10 weitergehen wird. Ein Keksteigausstecher. Und zwar ist es dieses Mal ein Stern. Ja, das ist kreativlos.
So, erste Schnapszahl, die Nummer 11. Oh ja, das ist was für Kinder. Ein Tinti-Sprudelbad färbt sprudelnd das Wasser und das ist dann so rosa wahrscheinlich, denke ich mal jetzt, ne? Ja, süß. Halbzeit, die Nummer 12. Das ist auch wieder sehr süß hier reingefriemelt. Da haben wir so ein kleines Täschchen. Könnte man als Federmäppchen bezeichnen, finde ich jetzt für Stifte, aber glaube ich ein bisschen klein. Ich habe jetzt hier auch mal einen Stift testweise. Nö, der würde reinpassen. Nö, ich nehme alles zurück und behaupte, das Gegenteil kannst du als Federmäppchen verwenden, als Stifteaufbewahrung. Ne? Ist auch wieder hier mit dem selben Design wie bei den Söckchen. Ja, die Nummer 13 ist jetzt ein bisschen größer. Ja, man muss natürlich auch daran denken, dass die Kinder intellektuell gefördert werden. Dementsprechend haben wir hier ein weiteres Büchlein drin. Willkommen in Hawaii, das Malbuch. Schade ist halt wirklich, dass es so gerollt ist. Das heißt, ich werde das zwischen zwei oder zwischen mehrere schwere Bücher packen, dass es dann auch wieder gerade gemacht wird. Ne? Und da hast du verschiedene Motive drin. Da kann man dann die Malstifte auch verwenden und dann steht da auch was mit dabei. In Hawaii gibt es viele bunte Blumen und Tiere. Das heißt, du hast dann auch wirklich ein bisschen Informationen mit dabei. Das finde ich schön, wirklich schön. Und ja, halt wirklich auch gar nicht mal so wenige Motive. Doch, also ich glaube, da ja, freuen sich die Kinder drüber. Ganz hinten steht drauf, dieses Malbuch gehört. Okay, das hätte man vielleicht am Anfang reinpacken können. Ja, aber es ist ein Malbuch. Ich finde das ganz hübsch. Und habe ich dann hier für die Kinder, die zu Besuch kommen. Dass denen nicht langweilig wird, ne? Dann habe ich jetzt hier die Nummer 14. Da sind zwei Sachen drin. Wow. Einmal habe ich Piolet X Knete. Vegane Spielknete. Und dann hast du noch einen 15% Rabattcode für diese Knete. Das ist süß, finde ich. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass wir das unserem Neffen einfach so zu Weihnachten als Mitbringsel so schenken. Ne? Da sind 40 Gramm drin. Ja, weil wir wollen jetzt nicht viel durch die Gegend fahren, aber ich glaube, die kommen uns dann doch Weihnachten besuchen. Ja, riecht einfach nach Knete. Und ich mag das. Ich finde das cool. Hier hast du auch so tatsächlich so eine eingeprägte Schildkröte. Aber die wird dann natürlich relativ schnell, wenn man damit spielt, auch verschwinden. Und hier war noch was Zweites drin. Und zwar von Piolet selber ein Stempel. Und das finde ich süß. Also das, du brauchst dann dafür natürlich ein Stempelkissen. Oder du stempelst es, wie es da auch abgebildet ist, auf diesen, ja, auf irgendwelche Unterlagen oder auf Kekse kannst du es natürlich auch drauf stempeln, ne? So sieht man dann hier nochmal, wie man sie anmalen könnte zum Beispiel. Nö, ich finde das hübsch. Wo hab wir die Nummer 15? Hier. Ah, oh, ich glaube, wir haben hier wieder Söckchen drin. Ja, jetzt haben wir nämlich die Söckchen mit der Schildkröte. Ich finde die hübsch. Weiter geht es mit einer winzig kleinen Nummer 16. Oh, ja gut. Das ist halt eher was dann für Mädchen, ne? Weil hier haben wir dann so ein Armband mit den Schildkröten drauf. Ja, es ist knuffig, aber also ich mag das schon bei Erwachsenen nicht, weil sowas kann man ja dann angeblich auch als Haargummi verwenden. Kann ich nichts mit anfangen, aber gut, ja, ist halt mit drin. So, eine Woche vor Heiligabend, die Nummer 17. Ich weiß ja nicht, also in einem 63-Euro Adventskalender hier jetzt Sticker reinzupacken, die sind süß. Gar keine Frage, ne? Finde ich richtig, richtig, richtig knuffig. Aber ja, etwas underwhelming. Bastelideen mit Sticker, was du damit machen kannst, Bilderrahmen, Geschenkanhänger, Lesezeichen. Jo, ne? Kann man sich gönnen. Soll auf jeden Fall kreativ anregend sein, hier der Adventskalender, was ich jetzt auch schon wieder schön finde. So, jetzt habe ich hier eine ganz kleine Nummer 18. Ach, guck mal. Dann haben die Kinder nämlich noch ein Armband. Okay, das ist jetzt das dritte Armband. Ist ein bisschen viel. Ja, es ist ein Schmuck-Adventskalender, aber da, ja, Kinder tragen, glaube ich, nicht so viel Schmuck wie die Erwachsenen. Ne? Ja, ist halt so mit so einem Lotusblatt-Anhänger, auch in Silber. Ist süß, ne? Mag ich auch wirklich gerne leiden, finde ich hübsch. Aber, also hier fehlt mir jetzt wieder die Kreativität so ein bisschen. Hätte man irgendwie, ne? Teilweise ist es so, du hast so einen Run und dann sind so coole Sachen drin und man denkt sich, ja, komm, ne, gute Ideen. Und dann, no. Eine Nummer 19 haben wir natürlich auch mit in diesem Adventskalender drin. Ach, guck mal, und jetzt dürfen die Kinder wieder baden. Tinti, Sprudelbad, das ist dann wahrscheinlich so ein Türkis. Auch das finde ich hübsch, ne, aber auch wieder eine Doppelung. Könnte wieder ein bisschen hier Feuer gebrauchen, das Kram. Die Nummer 20.
Es ist wieder ein Täschchen, aber es ist ein anderes Täschchen. Es ist auf jeden Fall ein süßes Täschchen mit Schildkröten hier drauf. Dann hier hinten der Wal und die Walrösser bzw. Seehunde. Ne? Ist hübsch, hast einen Knopf dabei und dann, also es ist halt ein kleines Portemonnaie. Ja, da kannst du hier unten dann ein bisschen was reinmachen. Ne? Ist süß. Ah, wir sind im 20er-Bereich. Das ging aber schnell. Jetzt habe ich hier die Nummer 21. Die ist auch gut befüllt. Oh, richtig gut befüllt, Leute. Ach, schön. Ja, das ist so ein Halstuch. Das ist hübsch. Das finde ich toll. Und halt dann auch wieder so ein Motiv mit da drauf, mit den Muscheln und so, ne? Das kann ich mir sogar vorstellen. Also entweder, dass ich das für Julius wirklich aufbewahre oder das dann halt unserem Neffen dann auch zu schenken. Ich glaube, wir haben hier schon ein paar Weihnachtsgeschenke liegen, Leute. So, kommen wir zur zweiten und letzten Schnapszahl, die Nummer 22. Auch hier wieder eine Doppelung und zwar von Bois, sonnengereift, Mango und Kokos, das natürliche Kaubonbon. Auch wieder ein kleiner Snack. Ja. Kommen wir zu dem Tag vor Heiligabend. Der 23. Dezember ist wirklich klein. Und dann schauen wir mal, was wird hier wohl drin sein. Oh nein. es ist wieder ein Armband und es ist wieder so ein Armband. Ja. Nee. Und zu guter Letzt haben wir hier Heiligabend, den 24. Dezember. Oh. Das finde ich ja knuffig. Das ist eine Mütze. Also da fragt man sich wirklich, wie hat diese Mütze hier reingepasst. Ne? Das ist richtig cool. Das gefällt mir tatsächlich auch. Und auch die Mütze an sich gefällt mir. Also die fühlt sich gut an. Wirklich, wirklich gut. Die finde ich hübsch. Ja, ist halt direkt hier Pure Lay draufstehen. Ne? Ist halt wirklich... Hätte man weglassen können. Ist das eine Mütze, die sowohl Jungs als auch Mädchen tragen können? Ja, würde ich schon sagen. Ich finde die wirklich knuffig. Die fühlt sich schön an. Ich mag die. Also eine gute Nummer 24. Ich würde mir den Adventskalender aber nicht nochmal holen. Also den Kinder-Adventskalender. Also den Schmuck-Adventskalender definitiv. Den finde ich cool, den finde ich klasse. Aber den Kinder-Adventskalender, da kann ich lieber in Teddy gehen oder in Action und mir dann halt die kleinen Euro-Artikel kaufen, ne? Die ich irgendwie knuffig finde. Denn so im Großen und Ganzen finde ich jetzt nicht unbedingt, dass die Artikel, die hier auf dem Tisch liegen, 60 Euro wert sind. Geschweige denn 90 Euro. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zu dem Kinder-Adventskalender und auch zu dem Schmuck-Adventskalender in die Kommentare rein. Genau, das war es jetzt hier von mir und den beiden Pure Lay Adventskalendern. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!